Servus und herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. In dem heutigen Video geht es um die Lippenpflege. Ich zeige euch ein ganz einfaches Rezept, wie ihr euch so Lippenpflegestifte selbst machen könnt. Die Zutaten dazu, die sind eigentlich recht gering. Ihr braucht nur Olivenöl, ein Bienenwachs, ein bisschen Honig und eine Propolis-Tinktur. Also vier Sachen und dann natürlich auch so Gefäße. Entweder füllt ihr es in so Lippenstifthülsen ab oder ihr könnt es ja auch in so kleine Gläschen einfüllen zum Verschenken etc. Funktioniert beides. Als erster Schritt, da kommt das Wachs in das Öl. Auf 65 Grad wird das in einem Wasserbad erhitzt, dass sich das Wachs schön auflöst im Öl. Danach wird es ein bisschen abkühlen gelassen, so auf 50 Grad circa, dann kommt der Honig dazu und am Schluss dann noch die Propolis-Tinktur. Das Ganze dann schön vermischen, dass sich das alles schön verbindet und danach kann es schon abgefüllt werden. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Rezeptvideo gefallen, wie ihr euch so einen Lippenstift selber machen könnt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, macht es selber Salben oder vielleicht so Sachen aus Bienenprodukte, dann alles unten in die Kommentare. Falls euch das kleine Video gefallen hat, lasst bitte einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo da, ich darf mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.